Kabelsalat hier. Jetzt hört man dich erst. Wie jetzt erst? Ja, man, ich hab das Kommentar, du hast das Kommentar nicht aktiviert, ist okay. Okay. Hört man mich jetzt, ja? Ja. Hört man mich, hört man mich. Hallo. Ja, cool, dass schon so viele dabei sind hier. Kein COD. Wir haben, ich weiß jetzt seit 30 Minuten, was COD heißt. Haben wir auch hier, gell? Call of Duty, ja. Wir haben auch Call of Duty, aber ich habe weder noch habe ich Ahnung. Deshalb ist das völlig egal jetzt erstmal, was ich hier spiele. Lädt eine Playstation so lang? Normal nicht. Okay, du fängst jetzt immer von neu an, ne? Warum ist jetzt hier alles schwarz? Ja, weil ich das gestoppt habe, damit wir keine Streamauslastung haben. Ach, jetzt im Moment sind wir gar nicht da. Oder was? Wir sind live. Ich habe nur das extra gestoppt, damit wir keine Auslastung haben. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Mhm. Ja, gut soweit. Heute Brust trainiert. Bin jetzt seit 10 Stunden ungefähr im Studio. Jetzt ist hier Feierabend und jetzt kommt hier der angenehme Teil. Panzerfahren. Boah, das Mikro stört aber schon. Okay, also ich muss da, wo das A ist, ja? Ja. Und hier so durch die Häuser kann ich einfach durch. Bam. Und mit hier oben schieße ich, oder was? Ja, mit Erzählen. Richtig. Okay. Oh, oh. Wenden. Guten Klang hat er. Ich könnte eigentlich die Kopfhörer anziehen, ne? Ja. Ui, wo kam das her? Genau vor dir. Wo kommt das her? Muss er hinschießen, oder? Links, links, links. Links? Ja, da. Habe ich auch so ein MG oder sowas? Ja. Genau. Boah, das ist getroffen, ey. Echt? Ja. Oh, da ist wieder einer, gell? Guck mal drei, dann kannst du. Dreieck? Ja, dann kannst du. Und dann? Kannst du schießen. Ein Dreieck kann ich auch schießen. Ja. Schieß mal mit Dreieck. Na, ja, passiert nichts. Ja, du kannst mit Dreieck deine Waffe wechseln, wann schießt. Ach so. Also jetzt habe ich MG raus. Ja. Ah, okay, macht Sinn. Ich war in eine völlig falsche Richtung wieder. Ja, du musst ein bisschen weiter zurück. Boah. Siehst du das auf der Karte? Da, ja? Ja, genau. Okay, das muss er halten. Stehen bleiben? Ja. Die, da sind einfach 10.000 Leute vor dir da. Die muss ich abknallen? Ja. Aber muss ich hier so zielen, oder? Genau, und dann knallst du die ab. Boah, aber ich muss gleichzeitig... Ja, hartes Leben, Gaming, hä? Ja, Mann. Ist nicht so einfach. Leck mich am Besen, ey. Jetzt weiter nach links fahren, die Stellung einnehmen. Bin ich richtig? Ja, weiter links. Links? Ja, weiter links, guck dich mal um. Ja, noch mehr umgucken, noch mehr umgucken, noch mehr umgucken. Genau. Und jetzt noch weiter links. Siehst du den Pfeil da links? Bei A? Ja, ja. Da musst du drauf. Bin ich hier festgefahren oder was? Ja, du hast einen Panzer, aber
Einfach durch. Wenn wir den Zaun kaputt machen, ne? Kannst du ja, du kannst alles kaputt machen. Ein Panzer. So, haben wir irgendwelche Kommentare, die ich beantworten muss? Hast du gefragt, was die trainieren sollen? Was die trainiert haben? Am Anfang? Nee. Okay. Aber ich habe gesagt, was ich trainiert habe. Ja, knapp. Dann wäre ich im Arsch gewesen, wieder. Ja. Ja, nee, ist richtig. Fahr drauf zu. Ja, ja, ja? Ja, weiter, 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 weiter. Bis du bei A bist und dann stehen bleiben. Ah, jetzt, okay, jetzt. Jetzt weiter rechts nehmen. Ah, okay. Muss ich umfahren oder? Wie? Abschießen. Ich glaube, das reicht auch schon, wenn du einfach stehen bleibst, wenn mein Panzer nicht fällt. Ich kann immer nur das. Kann ich mich jetzt auch bewegen? Ja. Ah, ja, okay, okay. Im WC kannst du dich auch bewegen. Wo ist das MG? Ja, in der Luft bestimmt nicht, David. Shit. Völliger Orientierungsverlust. Haben wir gute Quali. Bist du jetzt mit mir alleine im Gym? Ja, gell? Wir sind ganz allein jetzt. Mhm. Wir machen ja gewöhnlich um 21 Uhr frei. Und dementsprechend sind wir jetzt allein. Wie kann ich denn jetzt... Da laufen überall welche rum, ja? Ja, die müsstest du... Wie komm ich denn hin überhaupt? Ja, genau so. Und jetzt? Drüber fahren einfach. Ja, jetzt gibst du voll mir aus. Ja, okay. Metzel alle um. Da kannst auch schießen, aber... Ja, mit dem Schießen, aber das check ich. Wo schieße ich denn hin? Da, wo das Kreuz ist immer? Ja, ja, klar. Okay. Das ist Zielkreuz. Ja, aber... Wie kann ich das denn bewegen? Das bewegt sich ja nicht so richtig mit. Rechte, da wo dein rechter Daumen ist. Mein rechter Daumen? Ja, ja, ja. Ah. Ah, damit hofft man lernt Gaming. Stehst in einer guten Pose eigentlich. Nur vor dir eine Granate. Du musst halt immer noch zur Flagge, ne? Weißt du, wo die Flagge noch war? Da wo A ist. Kein Plan, Mann. Fahr da einfach drüber. So kann ich jetzt zielen? Ja, ja, ja. Oh Gott. Ist das anspruchsvoll? Gibt's keine leichteren Spiele für mich? Ich hab dir FIFA vorgeschlagen, oder? Es gibt leider keine Bodybuilding-Spiele. Sollen meine Zuschauer mal sagen, ob es nicht auch ein gutes Bodybuilding-Spiel gibt? Die Grafik ist anscheinend geil, habe ich gut hinbekommen. Obwohl hier eine 12K-Leitung ist. Okay. Gibt's schon irgendwelche, hat schon jemand was zu meinen Künsten gesagt hier? Noch niemand. Sind alle höflich. Ich will mal Minecraft machen. Gott, willst du nicht. Nur in 480p. Okay, die Fahne, wenn ich jetzt auf die Fahne schieße? Passiert nichts, du musst die Fahne ein bisschen weiter nach vorne und dann... die Fahne ein. Aber du siehst du dieses MG, da gehen die ganze Zeit Leute drauf.
Hinter dir ist ein MG. Eben habe ich aber so einen mit MG habe ich erwischt, oder? Ja, ja, ja. Müsstest du ein paar machen. Hinter mir ist ein MG? Genau, hinter dir ist ein MG. Ah, das ist das MG. Ja, genau. Aber da kann ich mich jetzt nicht richtig hindrehen, ne? Ja, da muss ich drehen, genau. Ja, ah. Ja. Super. Okay, okay, okay. Zu deinen Spielkünsten sollen sie lieber nichts sagen. Ich schieße aber auch schon auf die richtigen, oder? Ja, ja. Oder schieße ich auch unsere Leute ab? Du schießt. Ding, ne? Nein, die blauen sind deine. Ach, echt? Ja. Sagst du mir nach einer halben Stunde, ey. Die andere. Ich hab dir das schon vor 20 Minuten gesagt. Hast du überhaupt nicht gesagt. Hab ich dir die ganze Zeit gesagt. Es gibt eine Abmahnung. Guck mal, genau. Ja, die. Ja, die haben gar keine Punkte dann. Ja, genau. Und die werden dann immer so rot angezeigt. Siehst du, wenn das Fadenkreuz so ein bisschen rot wird? Fadenkreuz? Rot. Ah ja, okay. Hey David, du bist der Geilste. Hab deinen Big in Budget ausprobiert. Top. Top Typ. Ja, super. Sympathico. Der Panzer Wie? Bist du, David, oder? Der Panzer bin ich. Genau. Hier wie auch im wahren Leben. Ui. Ja, passt. Ey, immer diese Granaten. Aber das war gemein, der ist ausgerutscht, dann habe ich den erschossen. Das macht man normalerweise nicht. Kannst du reparieren mit L1, ne? Also das ist. L1? Ja, das ist hier. Ja, genau. Einfach gedrückt halten, siehst okay. Du diesen Ladebalken? Genau. Und warum ist das so einfach mit dem Reparieren? Alle sind, glaube ich, sehr. Hörst du überhaupt die Sounds? Ja, ja. Riesengeschrei die ganze Zeit. Ui. Wo kommen denn die Granaten ständig her? Von den Leuten. Ja? Von aber die können alle die Granaten ja, ja, schmeißen. Du nimmst einen, ist es schon blau? Ah. Jetzt musst du nur draufhalten. Sehr schön. Die Granaten, die. Ja, warte, die nerven. Das war ich fast A. Ui, so, das die Stellung in 3, 2, 1. Hast die Stellung. Nein. Boah. Kommentare kümmern, ne? Ja, ich kann dir die Frage geben. Also nochmal danke, dass ihr alle zuschaut überhaupt hier. Freitagabends und auch sehr vorbildlich als Bodybuilder natürlich, dass ihr nicht irgendwie feiert, sondern zu Hause sitzt und mir hier zuschaut und Reis mit Hühnchen esst wahrscheinlich. Erzählt mal, was ihr so esst heute Abend. Also meine, hier fragt Dipilal, was ich esse, ne? Also ich habe eben Reis mit Hühnchen gegessen natürlich nochmal. Geht's jetzt weiter hier oder was? Ja, jetzt ist B dran. Mein lieber Scholli, ey, das ist. Dieser Blick. Krieg ist die Hölle, gell? Ja. Wie wär's mit L1, dein Panzer brennt? Okay, aber fahren kann ich trotzdem? Nee. Bratwürstchen, schreibt jemand. Bratwürstchen, das ist aber. Naja. Dein lieber Burger King, oder? Weder noch. Reis mit Hühnchen. Tim Gudesheim oder Adolf Burkhardt diesen Monat? Ja, das wird richtig, da bin ich echt gespannt. Hatte ich mal durch das Reparieren. Durchdrücken? Ja. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm mit den beiden. Die ganze Zeit durchdrücken bis... Und weiterfahren. Nee, nicht weiterfahren, stehen bleiben. Stehen bleiben. Die schießen ja die ganze Zeit auf mich. Da jetzt musst du wieder... Ist ja fast ohne Boden, wenn ich jetzt hier repariere. Ja, komm. Sehr schön, nochmal. Bis runter. Schützengraben jetzt. Boah, der Sound ist geil. Du bist ein Panzer, du brauchst nicht in den Schützengraben fahren. Der hat doch gesagt, bring uns zu den Schützengraben. Ja, du musst auf B.
Spaghetti Bolognese, schreibt jemand. Gin Tonic. 500 Gramm Reis bis 200 Gramm Fleisch. Wo ist das Geschütz? Schauen wir in die Richtung. Da oben rechts. Genau da. Da. Ja, noch ein bisschen höher zählen. Ein bisschen höher zählen. Ja. Ein bisschen nach links. Ja, du siehst mich. Boah, die mit denen ist aber nicht gut kirschen lassen. Nee. Ja. Siehst du das Gefäß, das ist markiert. Jetzt kannst du draufhalten. Wechsel mal die Waffe, drück mal Dreieck. Genau, und jetzt haut volle Kanne drauf, sehr schön. Ist weg, ja? Ist tot. Boah, ist schon aufregend, ey. Ja, ich bin ich echt mal gespannt. Freue ich mich aber drauf, das zu sehen. Ist jetzt natürlich für den Tim schon so ein bisschen. Der Tim war ja immer so der Jäger, der Junior, der gejagt hat, die alten Hasen, und jetzt kommt er schon, ist er schon in dem Alter, wo er selber gejagt wird, auf einmal von neuen, die danach kommen. Da bin ich echt mal gespannt. Was ist dein aktueller Post-Workout-Shake, David? Aktuell nehme ich einfach 5 Gramm Kreatin-Monohydrat mit und so 60, gut 60 Gramm Protein. Meistens nehme ich so 3, dann mache ich noch einen Löffel von dem Protein 80, boah, leg mich mal von dem Protein 80 rein, einfach weil es mir besser schmeckt. Das Isolat schmeckt halt nicht so gut wie so ein Gemisch, leider. Ist das PC oder Konsole? PS4. Ja? Oder? Im Studio, also mit dem Internetstudio. Das hätten wir halt über Full HD. Wow, ja? Nice. Wow. Boah, ich muss hier reparieren. David, läuft. Läuft? Also langsam. Ja, ich habe heute schon trainiert und den ganzen Tag hier zugebracht. Ich war einkaufen mit meiner Tochter schon. Milch und Hühnchen gekauft. Hier im Norma, ne? Wo kommen dann jetzt schon wieder hier diese Granaten ewig her, Mensch? Ich will die Waffe mal wechseln. Ne? Ja. Was hältst du von Glutamin und nimmst du es? Ja, habe ich früher mal genommen, aber jetzt schon länger nicht mehr, weil ich es irgendwie nicht mehr vertragen habe. Und ja, irgendwie, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist nicht so lebensnotwendig. Also meine Basics, das sage ich immer wieder, sind BCAAs, Kreatin unbedingt. Ich bin ein riesen Kreatin-Fan. Und Whey-Protein, Fischöl mag ich, Carnitin finde ich gut. Aber ja, Glutamin, wie gesagt, aktuell, also was heißt aktuell, schon lange nicht mehr genommen einfach. Okay, auf B fahren, David, ja? Auf was? Auf B fahren. Siehst du die Flagge? Da. Ich dachte, ich muss erstmal hier ein bisschen den einen oder anderen ausräumen, ausradieren hier. Wow. Du sollst die Bilal begrüßen. Wen? Die Bilal. Die Bilal, den habe ich doch eben schon die Frage, den Kommentar beantwortet, die Frage. Oh, was jetzt? Alles gut, fahr einfach vor. Ja, Grüße, die Bilal. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du bist nicht derjenige, der hier den Gin Tonic trinkt. Was hältst du von Carsten Pfützenreuther? Carsten Pfützenreuther, den habe ich. War ich mit dem auf der Bühne? Nee, noch nie. Aber den kenne ich schon lange. Das ist so ein Urgestein eigentlich im Bodybuilding. So war früher, hatte ein Studio, ein riesen Bodybuilding-Fan. Was er jetzt aktuell so macht mit. Ich glaube, die Frage spielt wahrscheinlich darauf an, weil er irgendwie auch so ein Trainingssystem hat oder halt so coacht. Da bin ich nicht im Bilde, was er da genau macht. Deshalb kann ich da nichts zu sagen. Aber ist auf jeden Fall einer von den Oldschool-Leuten, die Bodybuilding lieben und leben. Und also kommt aus dem harten Kern der Szene. So kann man, würde ich mal sagen. Ich denke, ich gehe da intuitiv in die falsche Richtung, weil ich irgendwie denke, das wäre wie ein
Wie im Flugzeug, weißt du? Ja, machst du schon richtig. Nee, ich mach falsch rum immer, genau. Also bis jetzt nimmst du B ein und dann hast du das nächste Einsatzziel abgeschlossen. Jetzt musst du auf C. C? Ja, aber erstmal reparieren wäre gut. Reparieren. Carnitin ist unnötig. Laut aktuellen Studien hat das keinen Mehrwert. Ja, ich bin ja kein Studienfreund. Probier es einfach mal aus, wenn du auf Diät bist, nimmst du L-Carnitin, machst dein Cardiotraining und du merkst, dass du viel mehr schwitzt beim Training. Also ein Zeichen, dass auf jeden Fall was passiert. Und diese Studien, es gibt immer Studien für, dagegen. Ich empfehle immer jedem, entweder hörst du auf jemanden, der alles schon ausprobiert hat, halt ein erfahrener Sportler, oder du probierst es selber aus und dokumentierst das Ganze ein bisschen. Aber ja, mit den Studien ist alles gut und schön, aber auf der Bühne stehen keine Professoren und das hat mit Studien eigentlich nichts zu tun. Woher wissen Leute mit Glatze, wo denn ihr Gesicht anfängt und wo aufhört? Gute Frage. Ja, es gibt ja noch ein paar andere Sachen am Kopf, wo man sich orientieren kann. Also Nasen und so und Kram, Ohren und so weiter. Mund fällt mir jetzt mal spontan ein. Ne? Da kann man ja sehen. Ja, würde ich schon sagen, so ein bisschen. Nase, Mund und so ein Kram halt. Ja. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Viele YouTuber sprechen BCAAs den Nutzen ab und empfehlen lieber EAAs stattdessen. Deine Meinung dazu würde mich echt interessieren, fragt der Jonas Binninger. Ja, also ich glaube, da ist ja auch, das ist auch so eine Frage, die dauernd kommt. EAAs, BCAAs. BCAAs seit 25, 30 Jahren oder so. Und allein deshalb haben die, finde ich, so eine gewisse Berechtigung, weil die sich so lange gehalten haben. Ich habe schon viele Supplements kommen und gehen sehen. BCAAs sind echt so Klassiker. Und ob man jetzt BCAAs oder EAAs nehmen mag, das muss auch jeder selber wissen. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche tollen Studien zu. Ich nehme halt BCAAs und fahre damit gut. Ich habe da ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Pump beim Training. Auch das wieder ein Zeichen für mich, dass da was passiert, dass das einen Effekt hat. Und ja, ansonsten ist das aber nicht so kriegsentscheidend. Also ja, kriegsentscheidend passt irgendwie heute, gell? Yep. Ja. Deswegen soll es auch mal gucken. Nehmt Kreatin. Unbedingt Kreatin nehmen. Keine Angst haben, dass man da irgendwie Wasser zieht oder so. Was meinst du, David? Kann man nur mit Kabel und Maschinen einen Bodybuilding-Körper aufbauen bei dem Kraft? Oh, was ist denn jetzt los? Kommen jetzt hier Panzer oder was? Sondern, ja, hau drauf. Oh, da muss ich auch eine andere Waffe volle nehmen. Volle Kanne, ja. Und jetzt hau drauf. Uiuiui. Hau drauf. Ja, komm, schieß nicht. Boah, leck mich, also leck jetzt mich. Jetzt muss er reparieren. Also erstmal Deckung fahren, will ich sagen. Muss ich den nicht abschießen? Am besten noch. Fahr mal zurück. Such mal irgendwo links, dass der Panzer schon sieht, dass du dich mal reparieren kannst. Nein, der ist aber. Ja, versuch dich. Der schießt doch immer noch auf mich. Nein, der trifft aber nicht. Oder? Trifft nicht, versuch zu reparieren. Hey. Oh. Die sieht aber schon übel aus, jetzt die Karre. Oh, David. Oh, David. Drück durch. Ich bin ja am Reparieren wie wild. Okay, versuche irgendwie wegzufahren. Ui, wie die Karre aussieht. Ei. 2%? Versuche irgendwie so schnell wie möglich so Randzone oder so. Oh. David, denkst du, man kann auch ohne gutes Beintraining gut aufbauen? Auf jeden Fall keine Beine. Ja, aber ob man trotzdem einen guten Körper aufbauen kann, dann meint er bestimmt. Ja klar, die Frage ist, was siehst du als guten Körper an? Du kannst, klar kannst einen guten Oberkörper aufbauen ohne Beintraining, aber ganz oft kriege ich es halt so mit, dass Leute, die zu mir kommen, die halt auch Wettkampfvorbereitung dann irgendwann mal machen wollen und dann ambitionierter werden, die ärgern sich dann, dass sie die erste Zeit keine Beine trainiert haben und das halt versäumt haben und dann ist das schwer, das wieder aufzuholen, ne? Deshalb. Ja, ich sehe den Sinn sehe ich nicht da drin. Also warum willst du denn keine Beine trainieren?
Also außer natürlich, du kannst keine Beine trainieren, dann ja gut, ist halt blöd. Wäre es für dich mal interessant, zum Tim ins Studio zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Der war ja schon hier, der Tim. Und ja, ist halt ewig weit leider. Kann man ein bisschen rumschießen, oder? Krass, ne? Boah, was ist denn da los, ey? Doch, ist auf jeden Fall interessant. Muss ich irgendwann mal auf die Reihe kriegen. Wie, kann ich nicht schießen oder was? Ja, doch, kannst du. Eins drunter, genau. Ach so. Damit schießt du halt dauerhaft. Dann kannst du dich auch eigentlich drehen und alles so, wenn du ungefähr die Höhe hast, da ist ein Geschütz. Siehst du, das rot markiert, das ist ein Geschütz. Ja. Hau da mal volle Kanne drauf. Ja, ein bisschen tiefer. Das Fadenkreuz, ne, denk dran. Ja, jawohl. Meinst du, man braucht unbedingt Kohlenhydrate nach dem Training im Post-Workout-Shake, weil ich sehe, dass du es ja nicht machst. Du benutzt ja selbst, wie gesagt, nur Kreatin und Eiweißpulver. Ja, das stimmt, das mache ich oft so. Also jetzt kommt der Panzer, gell? Ah, der Panzer, ey, von dem habe ich aber. Von dem habe ich aber Respekt, ey. Wo ist denn der? Links von dir ist ein Geschütz. Siehst du das Geschütz links? Rechts. Das andere links, meinst du? Ja, genau, das andere links. Da. Bisschen höher, bisschen links. Ja, jawohl. Sehr schön. Und jetzt kommt der Panzer schon. Da kommt der angerannt. Siehst du das? Boah, ich bin schon wieder bei 37% nur, ey. Hau drauf. Du musst nur treffen. Bisschen höher. Ja, hast du ihn gescoutet hoch? Ja, schieß. Schön. Noch einen, drück einfach die ganze Zeit so durch, als ob du Spam würdest. Ja, sehr schön. Ah, der braucht ein paar? Ja, der braucht ein paar. Noch ein. Ist er weg? Nee, noch ein. Oh. Ja, schön, noch ein. Noch ein? Ja, auf jeden Fall. Noch ein. Schön, perfekt. Jetzt kannst du schnell reparieren. Ja, was war die letzte Frage? Hab ich hier? Ob du. Nee, also, das klar, wenn du aufbauen willst, würde ich es machen. Aber in der Diät ist es bei mir immer so, dass ich einen Shake nehme, also nur Eiweiß, Kreatin, BCAAs und dann in der Regel fahre ich dann heim, dann mache ich mir was zu essen und so weiter und bis ich dann esse, ja, es hat eigentlich immer gut funktioniert. Genau, einnehmen und trotzdem weiter schießen. Wer ist dein Lieblingsnatural-Bodybuilder? Seiner ist Markus Röhm. Ja, Lieblingsnatural-Bodybuilder. Wie heißt der noch? Daniel Gildner? Was ist das hier für ein Ding? Muss ich das kaputt machen? Was? Muss ich das kaputt machen hier? Das hier? Ja. Nee, das ist ein Haus. Nee, das ist ein Ding. Ein Geschütz. Ach so. Ja, aber das ist anscheinend inaktiv. Kannst du aufschießen. Du okay. Fährst falsche Richtung umdrehen komplett. Drecksfliege hier. Ja, die regt uns schon den ganzen Tag auf. Hier ist eine Fliege im Studio, die macht uns das Leben zur Hölle. Hä, wo? Kommt das her, Alter? Ach so, ja, jetzt geht die Story weiter. Jetzt musst du raus. Okay. Jetzt bist du Infanterie. Wie sieht es bei dir mit Stretching aus? Ich habe Phasen gehabt, da habe ich mich viel gestretcht früher. Deshalb habe ich auch noch eine ganz gute Flexibilität, würde ich mal sagen. Und jetzt gerade habe ich wieder angefangen, vor allem Beinbizeps, Quadrizeps, so, das alles immer mal durchzudehnen nach dem Training. Also ich habe jetzt keinen riesengroßen Fokus drauf, aber ich finde es schon sinnvoll und also vor allem, wenn man eben da Probleme hat. Also es gibt manchmal Bodybuilder, die können noch nicht mal die Posen machen. Jetzt muss ich hier rumlaufen mit dem Hammer oder was? Na hier. Genau. Ja, schön. Weiter. Da ist doch gar keine Schraube. Mach einfach weiter. Du musst den Panzer reparieren. Jetzt Wie? Musst du rein mit Viereck. Viereck? Viereck, genau. Das hast du wieder. 100 müsste es sein, ja. Dein Kollege ist gerade übrigens gestorben mit einem Krieg, ne? Und du hast keine einzige Träne verdrückt. Hätte ich ja jetzt wohl auf welchem Knopf heult man?
Rechts. Rechts ist heulen? Nein. Dreieck ist heulen, oder was? Nein, du müsstest rechts fahren. Rechts. Dahin. Ja. Wie lange sollte man Kreatin am Stück nehmen? Kann man durchgehen nehmen, meiner Meinung nach. Meinst muss ich da drauf schießen? Ist das irgendwas hier? Keine Ahnung, fahr mal hin. Ich hab schon wieder vergessen. Kann man durchgehen nehmen. Also Standardempfehlungen sind so 10 Gramm am Tag. So weit dazu, dass dauerhafte Kreatineinnahme keine Schäden verursacht. Also. Meinst du, man kann vegetarisch, also nicht vegan, auch gut aufbauen, also statt Fleisch ganz viele Eier oder Käse essen? Ja, also generell denke ich, dass das Fleisch wirklich einen Vorteil hat. Es ist einfach so, wenn man auf einem gewissen Niveau unterwegs ist im Bodybuilding. Links? Links? Voll durch. Okay. Wenn man auf einem gewissen Niveau unterwegs ist, dann sieht man, also angenommen jemand ist jetzt voll im Training, hat eine ganz gute Form und isst so 300 Gramm Eiweiß am Tag und man sagt dann statt, jetzt lass mal die ganzen Shakes und Quark und so weiter weg und isst mal einfach 2 Kilo Fleisch, dann sehen die meistens wirklich nach 2 Wochen besser aus, die Leute. Aber wie gesagt, wenn die ein gewisses Niveau schon haben. Wenn man jetzt einfach so fitnessmäßig ein bisschen rumtrainiert und ein bisschen aufbauen möchte und so weiter, dann kann man das bestimmt auch vegetarisch hinbekommen. Eben halt, wie gesagt, mit den Shakes, mit Eiern und so weiter. Vor dir stehen 3 Artilleriegeschütze. Ah, die muss ich... ja, die muss ich kaputt machen. Das ist eine schwere Perspektive hier. Nicht nervös werden. So? Ja. Passt. Schön. Komplett? Ja, alle. Was für Musik hörst du so im Training eigentlich? Ich habe fast 20 Jahre lang wirklich fast nur Metal gehört. Und dann kam so eine Techno-Phase. Und jetzt ist das so ein bisschen, ja, manchmal so 80er, so Filmmusik, Rocky. Ja, und was es da so für geile Filme gab in der Zeit. So Motivationsmusik aus so Sportfilmen finde ich immer geil. War alles weg? Nee, das ist. Weiter. Und natürlich Kommunismusparty. Kommunismusparty zu besonderen Anlässen. Ja, schieß da mal drauf. Anderes Geschütz? Anderes Kaliber? Ja, wieder anderes Kaliber? Das hatte ich doch eben. Ja, das ist wieder anderes Kaliber. Geht irgendwie nicht. Den. Jetzt runter. Hä? Runter. In die Luft schießen ist nicht so gut. Darauf dann. Sehr schön. Referent. Carsten Fitzenreuther meinte in seinem Livestream, dass du der ästhetischste Bodybuilder Deutschlands bist. Und so smart, ähnlich wie Arnold damals. Ui. Ja. Das ist sehr nett. Also ich habe das aber eben gesagt, bevor ich das wusste. Ja? Also dass der Carsten schon ewig dabei ist und so und einer von der aus der tiefsten Szene ist. Da war mir nicht bewusst, dass er so nette Sachen über mich gesagt hat. Aber das spricht natürlich für seine das ist ganz schön schwer hier, wenn man gleichzeitig im Krieg ist. Das spricht natürlich für seine Bodybuilding-Kenntnis. Was hältst du von All-in-One-Formulas wie Anabolic Windows System von Body Attack, was du damals genutzt hast, zum Beispiel jeden Tag Whey und nur nach dem Training All-in-One oder eher Unsinn? Ja, All-in-One-Formulas, die sind natürlich interessant, wenn man einfach 3 Löffel reinhauen will und gut ist. Wenn man natürlich jetzt zum Beispiel schon Kreatin separat nimmt oder andere Supplements separat nimmt, dann wird es vielleicht ein bisschen viel von dem einen oder anderen Inhaltsstoff. Oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kohlenhydrate eben nicht will und will nur die Aminosäuren und das Kreatin zum Beispiel, was da drin ist, dann muss ich es halt auch wieder separat nehmen. Das muss halt einfach das muss halt dazu passen, was ich gerade für eine Phase habe und was ich für ein Ziel habe, wie ich mich ernähre, ob ich im Aufbau bin oder in der Diät.
Das muss eben passen. Dann, also wenn es reinpasst, dann ist es natürlich sehr bequem und man braucht da halt, wie gesagt, einfach nur 3 Löffel reinhauen und gut ist. Oh, da ist einer von unseren Panzern hier. Der ist ganz kaputt. Bist du morgen beim Rhein-Neckar-Pokal in Hockenheim? Nee, wir sind morgen in Oberursel. Auf der Hessenmeisterschaft. Da macht unser Athlet hier aus dem Studio mit, der Yasin. Könnt ihr auf Instagram ein Bild von ihm sehen. Den haben wir eben angepinselt noch. Stimmt, das haben wir auch noch gemacht. Ich glaube, ich ein bisschen den Kopf deshalb hier. Die ganze Umkleide stinkt hier nach Brothahn noch. Das verlässt ja echt die Orientierung hier. Liebe Grüße von den Pappwarts. Aber wir sehen uns ja morgen. Ja, cool. Freut mich, wenn ihr kommt und den Yasin ein bisschen mit unterstützt. Der wird immer weitermachen. Reparieren auch irgendwann nicht vergessen, ne? Was ist immer los, das Reparieren? Ja, weil ich muss ja auch wieder schießen, oder nicht? Nee. Einfach, wenn du reparierst, reparierst du. Okay. Wenn du schießt, dann schießt du. Genau. Wenn du reparierst, dann reparierst du. So. Mittendrin aufzuhören. Sehr schön. Boah, einen Schluck trinken hier. Schon wieder auf, was zu trinken. Morgen ist die Iris hier. Ja. Kein Shaker dabei. Doch, aber im Auto. Also dicke Bäume, die da hat er aber ein Problem mit, ne? So dicke, richtig dicke Bäume, die schafft er nicht. Müsste er eigentlich auch schaffen. Seitdem ich auf einmal Schmerzen bekommen, sind nur im Training und nicht zu Hause, habe dann mit Pullover trainiert und die Schmerzen zu 90% gesenkt. Hat das was damit zu tun? Nochmal bitte? Hab beim Seitheben auf einmal Schmerzen bekommen, sind nur im Training und nicht zu Hause, also die Schmerzen. Hab dann mit Pullover trainiert und die Schmerzen zu 90% gesenkt. Hat das was damit zu tun? Pullover? Mhm. Schwierige Frage irgendwie. Ich mache gerade einen Strohhalm. Mache ich das noch richtig hier? Was denn? Auf den Panzer schießen die ganze Zeit. Ja, genau, ne? Panzer. Ich habe nämlich nur noch 22%. Alles, was auf dich schießt, musst du zurückschießen. Ja, genau. Wenn du reparierst, reparierst du. Du musst zu diesen weißen Punkten fahren. Mhm. Ja? Was hältst du von Magerquark? Manche sagen, es wäre angeblich schädlich auf Jahre gesehen. Aber ich esse trotzdem jeden Tag 500 bis 1000 Gramm. Thema Milchprodukte hatte gestern wieder so eine Diskussion. Ja, also was soll daran schädlich sein? Also ich esse fast jeden Abend Magerquark. In der Wettkampfvorbereitung fliegt er raus.
der Magerquark, so wie halt die meisten Milchprodukte dann rausfliegen. Aber wie gesagt, Off-Season esse ich gern Magerquark, weil er mir super schmeckt. Ich soll die Brücke fahren? Ja, kannst du. Voller Kanne durch. Ja, das sind ja meine Jungs. Ein bisschen, nee, das sind nicht deine Jungs. Die schießen. Die haben einen blauen Punkt. Nein, die haben keinen blauen Punkt. Die da eben hinter den Sandsäcken hatten blaue Punkte, Freund. Okay. Das war gerade ein guter. Den hast du gut mitgenommen. War das einer von meinen? Nee. Ja. Du hast ihn aber so gut überfahren, also das habe ich nicht gesehen. Ich muss das nochmal angucken im Replay. Treffe ich jetzt schon eigentlich diese Geschütze? Nee. Ne? Du hast dich aus Versehen gedreht und den dadurch überfahren. Wie aus Versehen? Nach der Brücke hast du dich aus Versehen quer gedreht und hast ihn dadurch überfahren. Oder hängen geblieben bist. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Du musst ein bisschen näher dran fahren. Den kannst du jetzt schon. Ja, die stehen halt alle dahinter. Ne? Du kannst einfach eigentlich durchfahren. Das ist normale Artillerie nur. Infanterie. Einfach durchfahren und zu diesen roten Punkten, die abballern mit dem großen Kaliber dann. So, weißt du schon, ob es in Zukunft weiterhin mit dir und Steve Reports geben wird? Da Matze ja nicht mehr bei dem anderen ist. Ja, Matze kommt nächste Woche zu mir. Wir drehen da was für die Firma Weider. Bitte alle jetzt auf die Weider-Seite gehen, alles kaufen da. Und dann werde ich Matze mal ausfragen, was er jetzt vorhat und was da überhaupt alles so los ist. Ich habe bis jetzt nur kurz noch mit ihm geschrieben, der ist ja auch viel unterwegs. Wir haben uns noch nicht gesprochen zu dem Thema. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie möglich sein wird, in der Konstellation weiterzumachen, weil das ist natürlich so, kann man das nicht irgendwie wie kopieren oder anders irgendwie nochmal machen. Das geht halt nur so in der Konstellation eigentlich. Und wäre schade, wenn es jetzt dadurch zu Ende gehen würde. Aber da weiß ich dann nächste Woche, wie gesagt, mehr. Seit einem Jahr mit 13 angefangen, kann das auch mit Wachstum was zu tun haben oder einfach nur zu viel Gewicht. Ich kann mit 10 Kilo sauber ausführen. Das ist wieder die Geschichte zum Seitheben. Also das mit dem Pulli, ne? Weil er sagt, also... Das verstehe ich aber immer noch nicht. Also, nochmal ganz die Frage. Hab im Seitheben auf einmal Schmerzen bekommen, sind nur im Training und nicht zu Hause, hab dann mit Pullover drin und die Schmerzen zu 9% gesenkt. Hat das damit zu tun? Ich trainiere seit einem Jahr mit 13 angefangen. Kann das auch mit Wachstum was zu tun haben oder einfach nur zu viel Gewicht? Ich kann mit 10 Kilo sauber ausführen. Ja, es ist so unmöglich zu sagen. Es gibt Leute mit 13, die sind soweit. Es gibt Leute mit 13, die sind halt noch Kinder. Taube, ne? Ich bin die Taube? Du bist die Taube, ja. Ach, und wo schießt die? Die schießt nicht. Kackt sowas. Nee, du musst links, flieg mal links, du fliegst gleich aus der Map. Links, ja, genau. Aha. Siehst du dieses Ding auf der Karte? Wie soll ich das erklären? Siehst du, das leuchtet manchmal. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts. Rechts. Das andere rechts. Ja, genau. Okay, stopp. Ja, jetzt fliegst du so weiter. Das ist ja abgefahren. Okay, bisschen weiter rechts. Bist du jetzt ein Taube? Hast du die Story? Hast du den ganz schön hingekriegt? Nee, ich hab da ja versucht zu fragen. So, pass auf, und jetzt hat er die Taube gefangen. So, okay. Ja, also nochmal, jemand, der mit 13 trainiert, der kann natürlich soweit sein. Es kann auch sein, dass er wirklich noch nicht ausgewachsen ist und vielleicht ein bisschen aufpassen sollte mit allzu schweren Trainingsgewichten. Aber ansonsten, mit dem, was du mir schreibst, kann ich natürlich unmöglich hier eine Diagnose stellen, was du da für Schulterschmerzen hast. Das verstehst du sicherlich. Da gehst du halt am besten mal zu jemandem, der sich damit auskennt, einen Physiotherapeut, und lässt sich da mal beraten. Der kann da diverse Tests machen und dann diagnostizieren, was da wirklich bei dir die Schmerzen verursacht. Hast du den Panzer gemerkt? Der heißt Black Bass. Hm? Der Panzer? Ja. Ja. Sehr gut. Erklär mal, warum du vor und nach dem Training Kreatin sind. Grüße mit dem Pump. Ja, weil... Also ich erkläre es nicht von der wissenschaftlichen Seite her, sondern ich erkläre es von der...
von der Bodybuilder-Seite her, von der Anwender-Seite her, ich habe da mehr Kraft und mehr Pump einfach beim Training. Das sind ja beides schöne Effekte. Und wie eigentlich wahrscheinlich jeder hier weiß, Kreatin gibt halt mehr Energie. Also es ist für kurzzeitige starke Anstrengung die Vorstufe von ATP, Adenosintriphosphat, was eben für so kurze intensive Anstrengungen benötigt wird von der Muskulatur. Und wenn da mehr im Speicher ist, dann kann man noch mehr abrufen. Mehr Wasser im Muskel bedeutet bessere Biomechanik und bessere Regeneration. Und dann gibt es auch dazu Studien und Erkenntnisse, dass das zum Beispiel die IGF-1-Produktion anregen kann und so weiter. Also Kreatin ist auf jeden Fall ein Top-Supplement. Wer es noch nicht probiert hat, einfach mal machen und dann mal gucken, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, wie die Kraftwerte hochgehen. Ja, deshalb nehme ich das. Perfekter Übergang. Mich würden mal deine Kraftwerten bei den Grundübungen interessieren. Ja, also ich würde mal sagen, ich bin jetzt nicht so besonders stark. Ich habe Bankdrücken habe ich mal 185 gedrückt. Ich habe aber auch 140 schon mal 20 Mal gedrückt. Kreuzheben 275. Gibt übrigens zu allem, was ich hier sage, auch Videos. Die kann sich jeder anschauen, wenn er möchte. Und Kniebeugen, ja gut, ich habe schon mit 250 Kniebeugen gemacht. Ob das jetzt eine wettkampfgültige Kniebeuge gewesen ist, sei mal dahingestellt. Wenn ich Bodybuilding-Kniebeugen mache, richtig tief, dann sind das vielleicht so bis 170 Kilo, aber dann halt bis ganz runter, so meine Kraftwerte. Jetzt zu Fuß weiter, was? Yep. Das ist ein bisschen dünn gegen die von eben. Hinter dir fährt der Panzer mit. Du musst quasi neben dem Panzer laufen und den durch den Wald führen. Ja? Aha. Weil der Panzer in dem Nebel nichts sieht. 1 zu 200 Gramm Eiweiß pro Tag langt, wenn man 1,78 groß ist und 85 Kilo wiegt. Man sagt jetzt 2 Gramm pro Körpergewicht oder würdest du noch höher gehen? Trainiere viermal die Woche. Kann man das eigentlich auch umstellen, dass wenn ich nach hinten ziehe, dass es dann hochgeht? Irgendwie find ich das logischer. Was denn? Weißt du? Wenn ich hochziehe, geht er runter. So. Irgendwie. Wie? Wenn du runter mit dem Joystick Ja, gehst, ist schon klar, aber dann soll er hochgehen. andersrum finde ich irgendwie logischer. Keine Irgendwie, Logik aber erzählen. irgendwann werde ich mich auch mal daran gewöhnen, aber. Also wenn du runterziehst, muss er runtergehen. Und wenn du hochziehst, muss er hochgehen. Kann ich hier durchschneiden? Nee. Muss der Panzer Oben, kommen. oben rum. Oh, warte, du sollst das Lager erkunden und Nicht schießen. ja, du sollst unauffällig bleiben. Also, liest du die Anmerkung re nicht rechts? Nee. Wo muss ich jetzt hin? Ja, auf jeden Fall nicht direkt. Genau. Ja, irgendwie versuchen, da durchzukommen oder oben lang zu gehen. Also ich empfehle dir, oben lang zu gehen. Wo? Hier? Nee, weiter rechts. Ja, oder so. Da geht's auch. Genau, hier so irgendwie. Du kannst dich auch umsehen, genau wie im Panzer, ne? Also rechter Joystick ist ganz wichtig. Was ist das? Das ist deine Black Bess, dein Panzer. Da musst du gleich wieder hin. Ah. Du sollst mir auf das Spiel eingehen. Was tun, wenn einem der Appetit fehlt? Wenn einem der Appetit fehlt. Ja, gut, es gibt ein paar Sachen, die man machen kann, also wenn dir der Appetit fehlt, um genug Kalorien zu essen. Vermute ich mal, dass das die Frage ist, ne? Oder das Ja. Problem. Ja. Dann gibt es halt ein paar Möglichkeiten, entweder zum Beispiel über Shakes oder über sehr kaloriendichte Lebensmittel wie eben. Alter, ist der Typ, hat er Krücken oder Was denn? kommt der nicht hier hoch oder was? Nee, Sitzt im Rollstuhl? da kommst du nicht hoch. Da ist gleich schon ein Spielfeld vorbei. Ja, Ja, jetzt jetzt. läufst du volle Kanne. Ja, genau. Ja, jetzt bist du im Lager. Links von dir ist einer, der sieht dich. Schieße ich den dann ab, oder Aber was? er tut so, als ob er dich nicht sieht. Doch, jetzt hat er dich gesehen. Genau. Jetzt schießt er auf dich. Bisschen weiter runter. Bisschen weiter höher. Ja, passt, passt, ja. Ja, genau, in den Arsch. Wenigstens habe ich Okay. genug Munition. Ja, es geht. Du hast aber nicht so viel Leben. Ne? Rechts, 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 rechts. Noch ein bisschen Ja, weiter. Bisschen weiter voll. links. Bisschen weiter links. Ja, Sie ist genau. so unintuitiv irgendwie.
Also mit dem Panzer kannst du besser sein. Ne? Ja, klar, Mann. Du bist ja kein Infanteriespieler. Ja, schieß. Ja, perfekt. Wo waren wir dran? Boah, das sind zu viele. Schöne Grüße von Chan und Errol. Ach ja, danke. Was hältst du von über 1,5 Liter Milch am Tag? Also eben war man, ach, die Frage müssen wir noch zu Ende bringen mit dem, wenn man keinen Appetit hat. Ja. Also Shakes sind eine gute Möglichkeit, Weight Gainer sind eine gute Möglichkeit. Generell, was viele machen, ist, dass sie einfach ihre ganzen Mahlzeiten auch in den Mixer hauen und dann runterkippen. Und was man auch noch machen kann, ist eben auf Nüsse zum Beispiel zurückgreifen oder ein bisschen Leinöl zum Beispiel über die Speisen machen. Dann wird das eben viel kaloriendichter. Ja, zum Lager, bisschen weiter rechts. Ist echt voll schwer. Kann ich auch reparieren? Nein, du kannst dich nicht selber reparieren. Weiter rechts, weiter rechts. Weiter rechts, ja, ja. Du musst da rein. Genau jetzt, genau 180 Grad Drehung. 180 Grad drehen? Ja, da siehst du dieses Zelt, da musst du rein. Da. Das Zelt, ja, 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 da ist keine Tür. Du kannst nicht durch die Wand fliegen. So, du musst die Tür suchen. Genau. Das war das Schöne mit dem Panzer, da muss man gar keine Türen suchen. Ja, jetzt 180 Grad drehen. Aha, da geht's rein. Ja, genau. So. Keine Sau hier. Richtig. Jetzt nimmst du diese Kiste da vorne, genau, und drückst und öffnest die mit Viereck. Ja, sehr schön. Jetzt hast du, genau, jetzt guckst du ein bisschen runter, nimmst du natürlich die Waffe. Wie? Mit auch Viereck. Genau, und genau, halten. Gut, jetzt hast du die Waffe. Ah, das sieht ja schon ein bisschen amtlicher aus jetzt. Genau. Hast du geklaut gerade. So. Kannst du den auch anziehen? Nein, das ist nur Deko. Wofür brauchst du einen Helm? Dreh dich mal. Liegt boah, da Alter, ist das schwer. Nochmal ein bisschen was drehen, ein bisschen rechts, ein bisschen weiter runter. Ja, jetzt, ja, genau. Hier raus aus. Genau, jetzt rechts. Rechts, 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 rechts. Genau. Dahin gehen? Genau. Siehst du auf der Map, siehst du diesen Hinweis? Unten links ist die Map, habe ich ja schon erzählt. Ja, ja. Siehst du, da rechts ist was. Da, nee, da komm ich her. Da kannst du ja noch die Kiste holen, kannst du ja noch irgendwas rausnehmen. Aber hier das Ding ist schon okay, oder was, zum Schießen? Ja, ist halt eine Schrotflinte, ne? Aber ich würde noch da die Pistole rausholen, wenn da eine war. Im Zelt, da wo wir eben drin waren. Geh nochmal ins Zelt rein. Boah, ich finde die Steuerung mal voll schwer, ey. Findest du? Ja. Gewöhnst dich dran. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, genau, genau drauf zu, ja. Als ich das letzte Mal gespielt habe, da war das alles noch in 2D. Ja, das ist viel einfacher. Ja, jetzt Dings. Ja, fast. Nochmal, du musst einen Schritt voran. Jetzt keine, leider keine 3 Meter Arme. Ja. Viereck. Vor die Kiste stellen, bis es erscheint. Jetzt drehen, genau, jetzt. Okay, kannst du noch bei McFit und Co. trainieren oder wirst du dann belagert? Was hab ich denn jetzt hier für ein Ding? Granate oder was? Hä? Was ist denn das? Das ist Dynamit. Ah, okay. Kann man das gebrauchen? Ja, mit LT schmeißen, mit RT drücken. Hier schmeißen, hier drücken. Wie drücken? Also hier schmeißt du das raus und das zündest du dann mit dem rechten. Okay, soll ich schmeißen jetzt? Wofür? Wohin? Ja, drück einfach. Und jetzt? Nicht drauf drücken, gut. Habe ich mich jetzt selbst gesehen? Ja, fast. Du kannst nicht da drauf gehen. Das ist ja schon... Ja, jetzt geh mal nach rechts. Ja, geradeaus. Jetzt guck mal genau in die richtige Richtung. Ja, immer noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Jetzt guckst du wieder ein bisschen nach rechts. Jetzt siehst du, dein Panzer wird gerade beballert mit einem anderen. Noch ein bisschen nach rechts. Nach rechts? Ja. Siehst du da diesen... Dieses Geschütz, was da schießt, das schießt auf deinen Klasse. Panzer. Genau, und du musst deinen Panzer. Na, na, das ist viel zu nah. Das ist zu nah. Ja, wie schmeiße ich denn weiter, Mann? Ja, ein bisschen höher gucken. Höher gucken? Ja, du machst ja in Real Life, schmeißt ja nicht so weit, sondern wenn du ausholst, ne, das ist auch viel zu nah. Ja, jetzt habe ich keine mehr was. Ja, jetzt hast du keine mehr. Jetzt ist was anderes. Jetzt geh mal mit der Schrotflinte hin und baller ihn einfach ab. Genau. Hingehen? Ja, ist nicht so einfach, ne? Gerne zu sein. Sind die alle so kompliziert, diese Steuerung? Ja. Ja, schön. Nochmal. Ja.
Geh näher dran einfach. Schon. Du musst den Typen dahinter treffen, ne? Nicht das Geschütz. Mhm. Siehst du den Typen? Schön. So, jetzt lässt er deinen Panzer auch in Ruhe. Guck nochmal zur Sicherung, ob da noch einer ist. 180 Grad drehen. Perfekt. Gut. Das heißt, dein Panzer kann jetzt vorrücken. Ja, Spaten. Das bringt nicht so viel. Beste Grüße von der Ostsee. Grüße vom Rhein. Ich bin krank und kann nicht trainieren gehen. Welche Mittelchen kannst du empfehlen, um das Immunsystem zu pushen und Muskelabbau vorzubeugen? Ja, also der Klassiker, der so empfohlen wird, ist halt Zink. Mache ich selber auch. Muss ich aber auch sagen, das ist immer die Frage, ob das was das jetzt wirklich bringt. Also man wird ja auch so irgendwann mal wieder gesund, ob das jetzt dadurch ein bisschen schneller geht. Ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich nehme auch immer so Zink. Wo ich auch das Gefühl habe, dass es hilft, ist halt Ingwer. So ein Ingwer-Tee mit Zitrone und viel Vitamin C. Aber ja, nochmal, das ist schwer. Gibt halt Sachen, die nimmt man, dann hat man direkt einen Pump beim Training. Da kann man dann wirklich sagen, okay, daran liegt das. Und man hat sofort eine Rückmeldung. Aber bei diesen Erkältungsgeschichten ist es halt so, weißt du jetzt, ob du sonst einen Tag früher oder später gesund geworden wärst. Da ist wieder das Zelt, da musst du wieder rein. Ist mir rechts, rechts, rechts. Boah, ey, das ist so. Hier? Jawohl. Kannst du die öffnen? Ja, schön. Jetzt guck mal rein, was ist da drin als Geschenk? Nichts, du solltest den Panzer reparieren gehen, glaube ich. Ach, da war doch eben so eine Granate drin. Ja, ja, die ist jetzt weg, die ist schon genommen. So, und jetzt? Ja, die haben nur gesagt, du sollst dir gerade mal Bess ansehen. Also beziehungsweise mal den Panzer reparieren gehen. 180 Grad Drehung, schön. Und weiter. Jetzt drückst du einmal die Taste nach rechts. Nach rechts? Nee, nicht mit Joystick, sondern genau. Nee, nach links, ich meine nach links. Genau, und jetzt drückst du R2, um zu reparieren. Genau. Ja, reparieren. David, der schießt dein Gym kaputt, schreibt hier jemand. Ah, geil, ein Bodybuilder, der zockt. Versucht's. Ja, dann halt doch mal den Motor an, Mensch. Da. Warum fährt er denn permanent weiter? Da? David, kannst du mich grüßen? Fragt die Steffi Schmidt. Die Steffi Schmidt, ja. Ich glaube, die Steffi Schmidt heißt gar nicht Steffi Schmidt. Aber trotzdem schönen Gruß. Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist die Kleine vom Mühli. Ach so. Ist 500 Gramm Haferflocken jeden Tag gesund? Ich bin da kein großer Fan von und wahrscheinlich alle, die in deiner Umgebung leben, auch nicht. Weil, also ich finde es ein bisschen schwer verdaulich. Reparier ich die überhaupt, oder? Ja. Das zieht sich aber die Rebellion. Du solltest aber. Genau. Ja. Jetzt reparierst du. Du hast ein bisschen den Motor kaputt geschlagen. Welches vom Protein von Vader ist eher deiner Meinung nach besten? Also das Protein 80, Protein 80 plus Vanille ist, glaube ich, mein Favorit. Das ist zwar ein bisschen langweilig, Vanille, aber. Schmeckt sensationell, vor allem in Milch. Die schmecken alle gut, ja. Ja. Deine Erfahrung und Meinung zu Tribulus? Pur habe ich genommen. Glaub nicht. Ich habe immer nur so Testo-Booster genommen, wo halt auch Tribulus drin war. Wo muss ich eigentlich hin? Wie geht's denn hier weiter? Zum Zelt? Ganz links. Links. Ja, links. Komplett links. Voll Linkseinschlag, ja. Und jetzt läufst du da hin. Ja, guck mal rechts da in das Zelt rein, ob da irgendwas Schickes liegt. Nee, die Boxen hast du schon geöffnet, dann links. Die Helme sind auch noch da. Ach, die Helme sind Deko. Genau, und jetzt siehst du da den Punkt auf der Karte, der gerade so ein bisschen leuchtet. Siehst du? Auf W, also auf Westen. Ich glaube, ich muss immer das Dingens erklären. Kartensystem. So, du guckst jetzt gerade in Richtung Süden, Westen, ne? Genau in die Mitte. Mhm. Südwest. Westen, Süden, Osten, Norden. Ist klar, ne? Ah, da muss ich hin.
So, und du siehst halt diesen Punkt, der leuchtet, ja, und der ist auf Westen. Das heißt, du läufst gerade. Ja, jetzt läufst du nach Süden, ne? Ja, aber ich muss ja da irgendwie. Jetzt nach Westen. Hier. Ich komme mit meinem Rollstuhl nicht hier über die Berge. Also, du weißt, was ich meine, ja? Ja, genau. Ich gehe auf Klo, ja? Tja. Ja, ich versuche allein hier weiterzukommen. Der kann ja kein bisschen klettern, ey. So, mein Moderator hier ist gerade auf Toilette. Deshalb kann ich keine Kommentare lesen. Der Typ, der kann ja nicht mal über den Bordstein drüber gehen. Kann er nicht? Nee. Mit X kannst du springen, wusstest du das? Nee. Super. Ja? Ja, so. Nicht gerade Michael Jordan, aber okay. Ist ja auch mit einem Krieger vielleicht. Schussverletzung, was auch immer. So, der weiß das Ding hier, hier, da ungefähr muss ich hin, ja? Was hältst du davon, einen Weightgain als Post-Workout-Check zu nehmen, aber ansonsten weglassen und sonst nur auf die Ernährung zu achten als Alternative? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ein Weightgain nach dem Training für die Leute, die, wie wir eben schon mal das Thema hatten, wenig Appetit haben, aufbauen wollen. Guck mal, wie komme ich jetzt hier weiter? Mit Hüpfen auch nicht. Da sind überall Feldwege eigentlich. Ich weiß nicht, wo du gerade rumläufst. Warte, ich achte mal jetzt aufs Spiel. Geh mal rechts. Mitten im Wald. Ja, ich versuche den schnellsten Weg da zu nach Westen, ja, aber. Ja. Es gibt doch Wege, weißt du? Guck dich mal gerade um. Guck dich mal so ein bisschen. So. Ja? Jetzt genau. Läufst du da lang? So ist richtig. Jetzt läufst du links. Links? Noch ein bisschen mehr links. Links. Ja, noch ein bisschen mehr links. Genau, noch ein bisschen mehr links. Siehst du diesen, du siehst den Feldweg, oder? Ja, den sehe ich. Ja, gut. Weiter. Da steht dein Panzer. Hm. Ja, und da musst du weiter. Was hilft bei Gelenkschmerzen? Ja, was hilft bei Gelenkschmerzen? Also es gibt die Klassiker Glucosamin, Chondroitin. Die ich auch nehme, aber die, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, dass dann, wenn, dass du die nimmst und sofort beschwerdefrei bist, also die helfen wohl. Muss ich den abschießen hier? Ja. Jetzt hat sich sichtbar gemacht. Ich hatte ihn doch genau im Visier gehabt. Rechts, oh, ui, ui. Gut, rechts ist Dingens. Da ist einer. Hat er mich jetzt? Der hat dich abgestochen. Puh. Meinungs zu Ronnie Coleman und seiner jetzigen Lage. Tja, Ronnie Coleman ist immer schwer zu sehen, ne? Wenn er halt dann irgendwie da auf Krücken unterwegs ist oder sogar im Rollstuhl sitzt. Ja, ist halt die Frage, was hat mit seinem Training zu tun? Was war eben einfach Veranlagung? Also bestimmt hat sein extremes Training das beschleunigt. Oder diese Entwicklung begünstigt, aber ja, das muss eben jeder für sich selber wissen, ob es das wert ist. Der Preis, den man vielleicht zahlt, wenn man so ein Leben führt und so eine Legende ist, kann natürlich sein, dass dann irgendwann halt so eine Quittung kommt. Also ich bin ja mit Ronnie Coleman sozusagen groß geworden.
Er war 98 das erste Mal Mr. Olympia und da habe ich so 3 Jahre trainiert und dann hat er eigentlich so die Anfangsjahre meines Bodybuildings hat er immer die Welt dominiert. Jeder kennt die Videos und ja, ist natürlich eine absolute Legende. Und wenn man ihn dann so jetzt sieht, dass er eben dann doch aus Fleisch und Blut ist und ja, jetzt so da hängt gesundheitlich, das tut natürlich ein bisschen weh, ne? Ja, was soll man dazu sagen sonst? Weitergehen. Durchmachen oder was? Nee, ich bin komplett erschöpft. Ist anstrengend, ne? Gar nicht so leicht, wie man denkt. So Gaming zurücklehnen und spielen ist am Anfang nicht, ne? Nee, nee. Muss sich echt konzentrieren. Genau, und denk dran. Schieß am besten nicht direkt. Schalt erstmal den armen Dingens aus. Die paar Leute hier. Lauf da hin und schalt die einfach aus. Kann ich jetzt schon zielen, oder? Bisschen. Ja, mit LT kannst du zielen. Mit L1. Mit L1. L1? Nee, L1, L2. Ach, da zielt er von selbst dann, oder was? Nee, also Aber ich kann auch nicht von so selbst, schießen. aber. Ja, das ist schon eine Aim-Hilfe drin. Also eine Zielhilfe. Kannst auch so schießen. Genau, wenn die so einen grauen und einen roten Kopf, dann haben die dich gesehen. Aber ich würde die am ersten erledigen. Ja, der ist tot. Kann ich eigentlich auch in Das Deckung ist. gehen? Ha? Kann ich auch in Deckung gehen? Ja, wenn du Deckung findest, stehst du Ja, da mit sind der ja sonst Deckung. Säcke. Boah, ich finde diese Steuerung so schwer, ey. Echt? Da ist er drin. Schon wieder tot? Fast. Ich sehe fast nichts mehr hier. Hat er mir in die Augen geschossen? Ja, du bist halt tot. Du stehst da als Ah, ich lebende muss Leiche. reparieren. Du kannst nicht reparieren. Du bist ein Mensch. Ja, pass auf, der geht jetzt ins Geschütz. Genau, und jetzt kommt Bess, die hilft dir. Richtig. Und jetzt kannst du durchgehen. Geh mit dem Panzer, geh mit dem Panzer, geh mit dem Panzer. Was hilft bei bei Gelenkschmerzen? Ja, das ist schwierig. Also ich habe da leider auch keine richtige Lösung. Ist aber die Frage, wo kommen die her? Ist das irgendwie... Reparier Bess. Ich muss sie reparieren jetzt? Ja, du Wie? musst sie reparieren mit nach links drücken. Dieses genau. Und jetzt genau. Machst du am Rädchen da. Richtig. Fertig oder was? Ja. Jetzt kannst du da wechseln. Du kannst auch eigentlich auf deine Schrotflinte wechseln, ne? Ja. Jetzt drücken. Nee. Ja, genau. Ja, genau. Was hilft bei Gliederschmerzen, genau. Gliederschmerzen. Ja. Haben ja alle nur irgendwelche Schmerzen. Was machst du Genau, bei rechts ins Zelt. Gliederschmerzen ist so eine Geschichte, wenn man halt, wenn man krank ist, eine Grippe hat oder so, ne? Da, zu Hause bleiben, auskurieren, Vitamine nehmen. Genau, in die Boxen und dann wieder Viereck drücken. Und dann die Sachen rausholen. Sehr schön, jetzt hast du schon schöne Maschinenpistole. Die Hellregel, die ist krass. Das Ding auch noch mitnehmen da? Nee, das Ding kannst du liegen lassen. Geh Also. mal in die linke Kiste, da ist noch einer. Nee, ja, da. Rechts. Öffnen. Und die kannst du auch noch mitnehmen. Echt? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du die dafür ablässt. Nee, nimm lieber die Hellregel mit. Die ist besser. Deine Meinung zu Steves Platzierung in Prag? In Prag. Yep. Ja, super geil. Also, Steve war, also, was heißt, glaube ich, ich weiß es, er war selbst ein bisschen überrascht, dass es so gut gelaufen ist. Aber, Links, 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 links. Wieder da auf Karte. Genau, da wo das ist. wo hier weitergehen? Ja. Und, ja, so anhand der Bilder, die ich gesehen habe, ist es auch alles so korrekt, kann man so stehen lassen. Ich meine, Ronny war halt massiver und,
Steve war halt super in Form. Hat sein, hat da so den kannst du mit geballert. Ja? Ja, ich ja, muss ich nicht da, wo das Rot ist. Hier zu diesem roten Ding. Dein Panzer darf nicht sterben. Geh dran. Ja? Und jetzt schießen. Nee, noch ein bisschen nach vorne. Du schießt gegen die Wand. Ja? Jetzt? Und geht hin. Ja? Was? Ja? Jetzt läuft er weg. Kann man da wirklich das irgendwann so dosieren, richtig? Hä? Kriegt man irgendwann so ein Gefühl dafür, dass man nicht dauernd so... Ja, klar. So. Ich will mal zeigen, wie das geht. Kannst du das? Nichts. Wie, ich kann das. Was? Was? Leck mich am Arsch. Was? Hab ich den? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Der ist vielleicht schon aus Erschöpfung umgefallen. Der hat dir beim Aim zugeschaut und ist einfach umgefallen. Wird einfach unmöglich. Vielleicht hat er auch einen Herzinfarkt gehabt. Ja, keine Ahnung. Wo muss ich jetzt wieder hin, überhaupt? Gehen wir zu deinem Panzer. Der ist auf, wie ist das, ne? Ja. Ich muss ihn mal reparieren. Davids Merchandise erhalten und war mega genial. Nur empfehlenswert. Cool, dankeschön. Was hast du denn bestellt? Bei einer Schulter. Schick mal Fotos. Ja. Oh, hier muss ich reparieren jetzt. Ja, dein Panzer brennt. Also höchste Eisenbahn hier. Ja. Ich jetzt wieder. Ja, genau. Schön. Weiter reparieren. Bringen die ganzen Gelenksubs was? Ist das immer der gleiche oder was? Okay. Ja, siehst du, ob das immer der gleiche ist. Nein, das sind voll viele. Was habt ihr alle für Gelenkprobleme? Wie alt seid ihr? Wie alt sind meine Zuschauer hier überhaupt? Das sind ungefähr 60 Leute und... Macht ihr Public Viewing hier Seniorenheim oder was? Fragen was über... Das ist echt übelst viel. Wieder eine Waffe holen. Ja, also noch, also mit den Gelenkproblemen. Ich habe da auch keine. Lauf mal auf. Wohin? Auf Norden. Für die Gelenkprobleme, ich habe da auch keine Patentlösung. Das bringt es eben leider ein Stück weit mit sich und dann muss man eben schauen. Also sinnvoll, das eher einfachste wäre, erstmal immer mal zu hinterfragen, wobei entstehen die? Bei welcher Übung kann man die vielleicht weglassen? Oh, hier kommt er doch drüber. Kann man diese Übung vielleicht weglassen? Oder ein bisschen anders ausführen? Was haben wir hier für ein Ding? Soll ich den schon mal erschießen hier? Na, wenn du es schaffst. Wow. Ja, passt. Von da oben, gell? Oben stehen auch noch ein, zwei Stück. Irgendwie ballert sich gerade keine Ahnung was ab. Oh. Keine Munition mehr. Damit müssen wir nachladen. Orientierungsverlust. Wo sind die, ey? Keine Ahnung. Lauf auf jeden Fall hinter deine Werte. Pass auf, deine Werte fährt durch um. Ja, einmal hinter sie, hinter ihn, hinter deinem Panzer. Ja, genau, lass deinen Panzer einfach vorrollen. Genau, und versuch irgendwas abzuschießen. Bist du Fan von schweren Überkopfdrücken für den Trizeps, wenn wir sind im Seil am Kabelturm? Generell so Seile für den Trizeps bin ich kein so ein Riesenfan von. Ich finde ich Hanteln eigentlich immer besser. Ist ein bisschen komisch, ich habe immer das Gefühl, ich krieg zwar beim Seil einen guten Pump und das brennt auch und so weiter, aber Muskelwachstum eigentlich lieber mit Hanteln, mit freien Gewichten, also am liebsten SZ im Liegen oder Kurzhanteln im Liegen über Kopf. Enges Bankdrücken, Dip-Maschine, solche Sachen. Vorne ballert irgendwas dein Panzer. Ich habe keine Ahnung. Geschütz oder sowas.
Fußungslos herfliegt. Da mal hin, das kann man zum Beispiel mit Dynamit machen. Also. Lauf einfach ganz nah an Dynamit ran und abdrücken. Wie Dynamit? Wo ist mein Dynamit? Dynamit ist auf rechts. Das hier? Ja. Da muss ich schmeißen oder was? So ja, hoch. Aber noch nicht. Lauf da erstmal hin. Dann werde ich auch wieder erschossen. Ey. Na, ich kenn das doch. Glaub ich. Lauf vorne hin. Ich komme gar nicht vorbei. Na, nicht auf deinen Panzer. Nach vorne? Kommst du da vorbei? Nee, ich nicht. Hängst du fest? Ja. Genau, jetzt nach vorne. Jetzt haben schon drei Leute nach deiner Spotify-Playlist gefragt. Hast du überhaupt keine? Ich hab keine, nee. Rechts? Ich muss schon mal angucken, wie sowas geht. Kann ich mal, können wir mal machen. Links? Müssen wir da nach links? Siehst du das Geschütz da? Was hinter? Ja. Genau. Und wie werfe ich da hin? Hinlaufen erstmal ein bisschen. Genau, jetzt werf mal genau so. Werf. LT. Ja, und jetzt zünden. Ja, zünde. Gut, ist tot. Hast du schon mal das Sinter 6 von BSN probiert, wo auch Ronnie Coleman damals unter Vertrag war? Finde, es schmeckt wie ein Milchshake. Ja, das schmeckt gut. Da sind halt auch relativ viel Kohlenhydrate drin und noch ein bisschen mehr Fett als jetzt bei den meisten anderen Proteinshakes. Und dementsprechend schmeckt das natürlich auch ziemlich gut, ja. Muss ich jetzt wieder hin, hier? Nee, du gehst aus dem Spielfeld zurück und auf S, gell? Auf Süden müsste das sein. Auf hier. Süden laufen. Hier weiter, ja? Ja. Lieblings-Comedy-Bodybuilder. Was ist denn das? Keine Ahnung, ist eine Frage. Hab ich was verpasst? Weiß ich nicht. Was sind denn Comedy-Bodybuilder? Markus Röhl. Ist das ein Comedy-Bodybuilder jetzt schon? Ja. Oh, hoffentlich hat er das nicht gehört. Gehe ich hier weiter oder was? Ja, und links ist anscheinend. Oh, dann Ding ist so sein Panzer auch mal reparieren. Ne, stehst du weit entfernt. Ja. Hast du schon mal nach dem Pit trainiert? Wenn ja, welche Erfahrungen? Ne. Was du, wenn man trotz schwerer Gewichte keinen Pump verspürt? Trotz schwerer Gewichte keinen Pump? Ja, Pump hat natürlich auch damit zu tun, was man so isst, wie der Körper insgesamt so unterwegs ist, ob man gesund ist, wie viel man trinkt. Mit Flüssigkeitshaushalt, Mineralien, Salz, Kreatin hilft da. Ein Klappspaten, das wird schwer, oder? Ja, dann lauf einfach nach vorne auf den roten Punkt. Habe ich jetzt nichts anderes mehr? Ja. Keine Munition? Nee, keine Munition und keine Munition. Lauf einfach nach vorne. So, wo ist der Klappspaten? Genau. Läufst nach vorne? Wo ist der Spaten jetzt schon wieder? Du einen Spaten gefunden hast. Ich hatte doch eben noch einen Spaten. Ah ja, genau. Kreis. Genau. Jetzt läufst du nach vorne und haust du mit dem Spaten meine über. Freut sich nicht, das war. Ja, du musst um ihn rumlaufen. Ja, jetzt, da ist die Erhöhung. Jetzt links. Jetzt haust du den Vorleiner auf die Rübe. Freund. Ja, ging auch leicht. Ja. Rechts ist eine Munitionskiste. Da. Öffnen. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Einen Schraubenschlüssel brauche ich aber auch noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Darf ich ihn, dann muss ich ihn wiederholen. Yes. Bleibt der dann da? Ja, der schreibt schon. Also eigentlich brauchst du den zum Reparieren. Ich weiß gar nicht, wie lange die Mission noch geht, ob es den lohnt, die Gewehrgranate mitzunehmen oder ist der Panzer voll? Ja, lauf, nimm einfach das hier. Hast ja eh kein nichts anderes. Muss ja jetzt nicht mit. Okay, wohin? Ja, weiter zu deinem Panzer. Zum Panzer. Der Panzer fällt wieder vor hinter. Bist du ein Fan von Dropsätzen? Ja,
Also vor allem in der Wettkampfvorbereitung und auch immer, wenn man alleine trainiert, sind Dropsets eine super Möglichkeit, die Intensität zu erhöhen. Wie findest du die Generation Iron Filme? Den ersten habe ich mal gesehen, aber es ist schon länger her. Und ja, ansonsten keine Ahnung. Also ich habe ja immer Pumping Iron halt noch im Kopf und da kann das meiner Meinung nach nicht mithalten. Und ansonsten hat mich das jetzt so nachhaltig nicht irgendwie beeindruckt, muss ich sagen. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Ich wollte schon immer Bodybuilding machen. Schon immer. Also ich habe, als ich klein war, schon Hanteln gehabt, so kleine Plastikhanteln. Und dann mit 15 hatte ich dann meine ersten Sportrevues und so ein besseres Hantelset und eine Hantelbank zu Hause. Und ich wusste von Anfang an, dass ich auf die Bühne will und Fotoshootings machen will und alles. Ja, das war jetzt kein Zufall oder dass ich da irgendwie ein bestimmtes Erlebnis gehabt hätte. Irgendwie war das schon immer in mir. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, ich will es nicht machen. Da oben rechts ist ich. Hm. Der ist tot. Bisschen rumschießen kann ich ja schon mal, oder? Ja, schieß einfach. Okay, passt, passt, passt. Auch ist das Rudern für die Schulter wichtig? Wichtig, nein. Ist deine Meinung zur Elektromobilität? Kommt sowas für dich in Frage, wenn die Leistung stimmt? Ich bin leider noch nie so ein Ding gefahren. Also ich finde es so interessant, was man. Ich habe hier ein paar Leute im Studio, die in der Automobilzulieferindustrie arbeiten und einer davon hat auch letztens mir erzählt, der hatte ein bisschen was zu tun mit Tesla. Die haben die Motoren gebaut, um die Türen zu öffnen von den Dingern und das ist schon eine abgefahrene Firma. Rechts, ja. Und siehst du dieses Häuschen auf der Karte? Auf der Karte? Das da? Elon Musk ist natürlich ein geiler Typ und so. Und in der Zelt. Oder was? Genau, und hier liegen irgendwo Boxen rum. Guck ich einfach auf den Boden. Beziehungsweise ein bisschen hier. Ja, da ist eine, zumindest das sind zwei. Mach mal auf und ich sag dir, nee, nicht nehmen. Welche Pro-Bodybuilder? Ja, und ich würde gerne mal so ein Ding fahren. So ein Tesla, die muss ja geil sein von der. Links? Links ist noch eine Box gewesen. Die müssen ja echt geil sein, so vom Drehmoment. Und wir haben ja auch 500, 600, 700 PS teilweise. Würde mich echt mal reizen, mal so ein Ding zu testen. Also, ja, ich denke schon irgendwo, dass das die Zukunft ist. Soll ich das Ding mitnehmen? Ja. Die ich jetzt habe, sieht aber geil aus. Was? Mein Ding hier sieht aber geil aus. Ja, aber ich glaube, du kannst sie auch mitnehmen, oder? Nee. Geh mal auf die Hellriegel und drück mal ein Viereck. Was? Dreieck, ja. Genau, und jetzt nimmst du mal die. Ja, jetzt ist nämlich beide voll. Welcher Pro-Bodybuilder hat für dich die beste Linie? Die beste, also. Muss auf den Augen laufen. Es kommt auch so ein. Kommt auch auf die Pose an jeweils. Sean Roden ist auf jeden Fall vorne. Wen haben wir da noch? Also, da bin ich jetzt zu verstrahlt, um das richtig sagen zu können. Also Sean Roden fällt mir jetzt als erstes ein, aber gibt schon noch ein paar mehr. Links. Geradeaus. Hier? Da geht es nicht weiter, ein bisschen zurück. Ein bisschen weiter rechts. Rechts, rechts, rechts. Ja. Guck mal ein bisschen so, ja. Genau, da siehst du den Feldweg da. Wieder rechts. Rechts? Ja. Rechts. Bleib auf dem Weg. Boah, diese Steuerung, ne? Was machst du, wenn du im Training mit den Gewichten stagnierst? Ja. Sag mal, wenn man so lange wie ich trainiert, 22 Jahre, dann kommt natürlich der Punkt, wo man stagniert, logischerweise.
Und jetzt? Geradeaus. Dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man stagniert. Dann muss man eben sich dann Gedanken machen, muss man was ändern. Am Essen vielleicht, muss man mehr essen, muss man mal gucken. Bei mir der Knackpunkt im Moment ist vor allem die Erholung, also der Schlaf ist nicht optimal. Und dann muss man natürlich auch im Training schauen, wenn man ewig immer das Gleiche macht, wovon ich eigentlich ein Fan bin. Die Leute, die öfter meinen Kanal schauen, die wissen das. Aber irgendwann kommt natürlich dann doch mal der Zeitpunkt, wo man was ändern muss, wo man eine andere Übung machen muss oder mal mehr oder weniger Volumen machen muss, mehr oder weniger Wiederholungszahlen mit so Sachen spielt. Aber nochmal, generell bin ich ein Fan davon, die Trainingsmethoden und Übungen nicht allzu oft zu wechseln, sondern sehr konsequent zu trainieren und das Ganze zu dokumentieren, aufzuschreiben und dann auf die Art zu schauen, dass man wirklich stärker wird. Muss ich denn schießen? Mischst du mit den Kuscheln, ja? Hm? Ja, schieß. Schießt doch nicht. Das ist ein Tankgewehr. Ein Dreieck. Und jetzt Hauptfeuer können wir drauf. Jawohl. Sehr schön. Gerade nochmal gut gegangen, ne? Krass. Kniebeuge für gute Beine essentiell. Ja, Kniebeuge ist schon wichtig. Essentiell würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Man kann auch mit anderen Übungen, Hackenschmidt, Beinpresse, Ausfall. Na, Ausfall ist ein schlechtes Beispiel. Ich muss aufpassen, was ich hier rede, während ich hier am Schießen bin. Also Beinpresse, verschiedene Variationen von Beinpressen. Danke. Dreieck. Dreieck. Da war Hinlegen. das hier? Wie geht hinlegen? Hinlegen. So, jetzt zielen und schießen. Eins. L1, zielen. Jetzt da ein bisschen höher. Also du schießt auf den Boden. Ja, und dann irgendwann schießen. Ja, jetzt schießen. Was hast du da eigentlich gerade? Weiß ich Das ist nicht eine mehr. Zielfernrohr. Ja, das ist L1. Schön, so geht's auch. Sehr schön, nochmal. Drauf dann. Mit Das der ist ein Pistole ja, was ist das für ein Ding da? Tankgewehr. Das ist Im eins. Ersten Weltkrieg. Ja, ein bisschen auf dem Boden, ein bisschen höher. Schön. Was ist deine allgemeine Meinung zu Weight Gainer? Nutzt du sie überhaupt mal so als Abwechslung zum normalen Shake? Ich nehme ab und zu mal ein Weight nach, zum Beispiel nach einem Beintraining, wenn ich das Gefühl habe, heute musst du mal ein paar Kohlenhydrate reinballern. Ja, dann nehme ich den mal. Ansonsten, ich habe jetzt nie irgendwie monatelang Weight Gainer genommen, um aufzubauen. Wie kann ich denn wieder aufstehen? Nochmal hier. Ja, aber nochmal, also für die Leute, die wirklich schwer auf unterwegs sind, viel Die Feuer steigen gerade aus. muss schießen wieder, ne? Ja. Waffe wechseln. Dreieck. Ja. Jetzt voller Pulle drauf. Nein, nicht aufs Fahrzeug, auf die Leiter. Ja, schön. Schön. Links, links, links von dir. Ja. Siehst du den Typen links? Ja, Hm. genau. Voller drauf. Schön. Geht jetzt noch einer rechts. Ja, siehst du ihn? Da muss ich wieder hinlegen fürs Tanke, weil will ich nicht verwenden. Hast du da keine Muni mehr im anderen? Dreieck. Oder bist du sogar in Deckung gegangen? Keine Muni, okay. Mach's mit dem Spaten. Geh hin und drück Kreis. Sorry. Warum kein C63 mehr? Ja, gute Frage. Eigentlich ist das das beste Auto, was es gibt, so ziemlich. Ich muss mal schauen. Ich habe jetzt hier ein Studio übernommen. Ich habe ein Kind bekommen. Dann, das war ein bisschen turbulente Zeit. Geht es wahrscheinlich weitergehen? Ja, geh mal rechts, 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 war schon fast richtig. Zur Hütte da, weil du hast keine Munition mehr. Da sind wieder Boxen auf dem Boden, ne? Gekauft und
ja, ein bisschen andere Prioritäten im Moment einfach. Aber das juckt schon. Ich hoffe natürlich, dass ich bald mal wieder ein oder was Ähnliches Schönes fahren kann. So, Also, pass auf, hallo, hat Matze Mabuse wirklich die Sporttasche von Adolf Burkhardt geklaut und musste deshalb bei Team André aufhören? Liebe Grüße. Das hier, was für Gerüchte gibt. ja, ich glaube, das ist kein echtes Gerücht. Das ist eher ein Spaß, nehme ich mal Richtig. an. Panzerabwehrgranate. Was hältst du von William Bonnack? William Bonack, ja, Wahnsinns-Bodybuilder. Hab den letztens, was heißt letztens? Wann war das? Also noch vor seinem jetzt Olympiatriumph, kann man schon sagen, habe ich ihn live gesehen und war schwer beeindruckt. Das ist echt ein extrem kompletter Bodybuilder. Ist halt ein bisschen, das könnte man sagen, ist vielleicht der einzige Nachteil, aber ansonsten sieht er, wenn er vor dir steht, sieht er aus, als würde er jeden Moment aus allen Ecken explodieren, der Kerl. Also echt krass. Wie lange geht hier die Munition, die Mission noch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir machen mal hier, lassen wir gut sein. Ich rede schon Mist. Wir müssen ja morgen früh aufstehen. Wir fahren morgen nach Oberursel auf die Hessenmeisterschaft. Wir müssen ja schon mit unserem Athleten dann früh da sein zum Wiegen. Ja, schön, dass ihr alle dabei wart. Danke fürs Zuschauen, für die, boah, wie viele Kommentare waren das? Zu viele. Für die vielen Kommentare, für eure rege Teilnahme. Ja, verabschiede ich mich hiermit. Bis zum nächsten Mal auf YouTube. Einen guten Pump. Und vielleicht trifft man den einen oder anderen morgen in Oberursel. Bis dann. Ciao.